Hallo liebe KiCad-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video-Tutorial für die Version KiCad 6. In diesem Video möchte ich mit euch das Symbol im Symboleditor noch beenden. Machen wir hier also mal unseren Symboleditor auf. Wir geben hier oben ein DRA 818. Wir sehen, ich hatte das hier schon mal in einer anderen Library erstellt. Und auch hier in dieser FUMUD noch drin. Das muss ich mal bereinigen. Wir gehen jetzt hier in Tutorial. Das war ja unser eigentliches Symbol, was wir hier gemacht haben. Doppelklick drauf. Und wir können jetzt hier als Feinschliff noch erstmal ein bisschen Kosmetik machen. Ganz wichtig ist, wir setzen als erstes einmal hier, indem wir sie markieren, die Bezeichnung und den Referenzbezeichner hier rein. Ich setze die gerne immer hier lesbar in die Mitte hinein, dann hier noch den Referenzbezeichner dazu. Wir sind hier über dem Symbol Mittelpunkt. Ich hatte ja gesagt, wenn man Symbol einfügt, hängt das dann hier mittig am Cursor, nämlich hier genau an diesem Ankerpunkt hier in der Mitte. Und ich kann das dann platzieren auf meinem Schaltplan. Wer das nicht haben möchte oder diesen Ankerpunkt mal ändern muss, der kann jetzt Folgendes tun. Der kann also hier auf diesen Button rechts gehen, spezifizieren Sie eine neue Position. Ich klicke das und wenn ich jetzt hier das Werkzeug habe, habe ich jetzt hier einen Cursor dranhängen. Ich möchte jetzt meinetwegen den Ankerpunkt hier unten auf die linke Ecke haben, untere linke Ecke haben. Und dann klicke ich einmal drauf und wir sehen schon, dass sich jetzt unser mit rechts abbrechen, unser Koordinatensystem Mittelpunkt hier, dieses blaue Fadenkreuz, also hier ist der Nullpunkt, eben hier aus der Mitte vorausgeschoben hat, hier unten auf die untere linke Ecke. Und wenn ich dieses Symbol jetzt in den Schaltplan einfügen würde, hätte ich das also jetzt dann hier am Cursor hier unten links hängen. Kann unter Umständen manchmal nötig sein, dass man das macht. Ich mache es eben gern hier in der Mitte. Das muss jeder für sich selber entscheiden. So, ich mache hier, gehe hier wieder, mache das wieder rückgängig. Ihr seht, springt dann wieder zurück. Gut, jetzt haben wir hier noch diese unverbundenen Pins, die schauen hier unten über diesen Rand hier raus. Das wollen wir natürlich auch mal noch ändern, deswegen nehme ich jetzt hier mal diese, zurück. So, jetzt nehme ich hier mal diese drei Pins. Mit der Taste M kann ich die jetzt bewegen, wenn sie markiert sind. Ich gehe hier auf Rotieren, drehe die mal ein bisschen rum und positioniere diese Pins jetzt auf der Seite hier. Ich beachte dabei, wie gesagt, schon diese Fluchten hier, dass die ein bisschen sauber gegenüberstehen. Dann könnte ich jetzt noch hergehen, dieses Element hier anklicken. Und wenn ich jetzt hier auf der linken Seite bin, kann ich mit meiner Maus das jetzt hier noch anfassen, an diesem weißen Punkt. Und die Größe dieses Rechtecks hier noch ein bisschen ändern. Ich schiebe das hier noch ein bisschen ran. Wir wollen ja Platz sparen im Schaltplan und deswegen möchte ich das relativ eng beieinander haben. Dann setze ich natürlich hier noch die Grounds nach, dass die hier wieder sauber angedockt sind. Das ist jetzt also Kosmetik, die ich mache. Unser Referenzbezeichner, den setzen wir dann auch wieder hier hin in die Mitte rein. Wir speichern das Ganze mal zwischendrin, sollte man auch nicht vergessen. Und wir können jetzt nochmal abschließend einen Check laufen lassen. Ja, keine Symbolprobleme gefunden, so sollte es sein. Das ist immer gut. Ansonsten würden jetzt hier Probleme auftauchen. Ich schaue mal, ob ich da vielleicht mal was generieren kann in einem der nächsten Videos, um euch das zu zeigen. Mal schauen, bewegen wir hier vielleicht mal den einen Pin hier raus. Mal sehen, ob er jetzt hier schimpft. Nee, sagt er, er hat keine Symbolprobleme gefunden. Okay, wahrscheinlich müsste ich jetzt dann in den Einstellungen von irgendwelchen Pins mal was ändern, um hier irgendwo eine Fehlermeldung zu generieren. Aber wir sehen, wenn also keine Fehlermeldung kommt, sind wir schon hier erstmal auf der sicheren Seite. Soweit, so gut. Wäre jetzt unser Symbol. Wir schauen jetzt nochmal abschließend in die Pin-Tabelle, dass wir keinen logischen Fehler gemacht haben. Schauen hier nochmal, ob wir hier wirklich alles richtig gemacht haben hinsichtlich unserer
Bezeichnungen hinsichtlich, dass es sich um einen nicht connecteden Eingang handelt, PIN handelt oder eben um Eingänge, Stromversorgung, Ausgänge etc. Je nachdem, was ich dann eben in meinem Symbol benötige. Das kontrollieren wir abschließend auch nochmal. Dann gehen wir hier in die Einstellungen. Und hier in den Einstellungen kann ich jetzt die Felder vergeben. Und ich kann jetzt hier auch das Datenblatt mit einbinden, das machen wir gleich. Ich kann hier einen festen Footprint hinzufügen. Das zeige ich dann im nächsten Video. Wenn ich diesen Footprint mit euch erstelle, werde ich dann hier nochmal dieses Symbol öffnen und euch das hier zeigen. Ich kann jetzt hier nochmal einstellen, ob diese Felder, die ich hier hinzufüge oder die ich hier habe, ob die sichtbar sein sollen oder nicht. Das mache ich hier hinten über diese Checkboxen. Die Ausrichtung entsprechend kann man hier so lassen. Und jetzt möchte ich euch hier noch zeigen, wie wir das Datenblatt einbinden. Und zwar gehe ich mal auf Abbrechen. Unser Datenblatt, was ich ja hier aus dem Internet heruntergeladen habe. Und ich möchte euch da an dieser Stelle das nahelegen. Ladet euch Datenblätter immer herunter und hier ins Datasheet-Ordner hinein. Einfach aus dem Grund, wenn das Datenblatt irgendwann im Internet nicht mehr verfügbar ist und ihr würdet jetzt dort in dieser Einstellung beim Symbol einen Link angeben zu dem Datenblatt und das ändert sich auf der Webseite, kommt ihr da nicht mehr hin. So, dazu gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Ich könnte jetzt hergehen, mir diesen Ordner hier, diesen Ordnerpfad kopieren, würde dann hier nach drüben wechseln und das jetzt hier einfügen, also den Ordnerpfad, halt natürlich nicht diesen. Moment, jetzt hat er das natürlich hier nicht richtig übernommen. Machen wir das nochmal. So, also wir kopieren das Ganze und gehen jetzt hier nochmal hinein. So, jetzt hätten wir hier also unseren Pfad und ich würde dann hier den Dateinamen dahinter schreiben vom Datenblatt. Also in dem Fall dann hier DAA818V.pdf. Wenn ich das so mache, habe ich das Problem, ändere ich jetzt hier bei mir diesen Ordner Datasheet irgendwo, ändert sich der Ordnerpfad, muss ich alle Symbole, die ich hier so entsprechend verlinkt habe, ändern. Das wollen wir natürlich nicht, das ist viel zu aufwendig und fehlerbehaftet. Und deswegen gehe ich hier nochmal raus an dieser Stelle und ich zeige euch, was ich hier nochmal gemacht habe, und zwar Pfade konfigurieren. Über die Einstellungen. Wir kennen dieses Feld hier schon. Und ich habe hier eine Variable Datasheets angelegt. Ich könnte die jetzt auch KiCad User Template und so weiter. Ich habe es jetzt kurz gemacht. Ich habe es ja einfach Datasheets genannt. Ich könnte vielleicht sogar nur DS schreiben. Wäre vielleicht sogar noch kürzer. Hier hinterlege ich diesen Pfad in dieser Variable, eben hier slash home Thomas KiCad 6 Datasheet. Das ist jetzt in dieser Variable hinterlegt. Und jetzt gehe ich her und sage, ich wechsle hier in mein Datenblatt. Shift-Taste 4, Dollarzeichen. Dann hier geschweifte Klammer auf und zu. Dann schreibe ich hier Data Sheets hinein. Gehe hier nach hinten, ein Slash. Und jetzt kann ich einfach hergehen und sage, okay, ich gehe hier auf die Seite F2, den Dateinamen, kopiere mir den raus, dann brauche ich den nicht zu tippen. Wechsle hier ins KiCad, füge das hier ein und sage okay. Das kann ich dann probieren, indem ich hier oben mal auf das Datenblatt öffnen klicke und wir sehen, es öffnet sich unser Datenblatt. Dann hat das auch funktioniert, so kann ich das kontrollieren. Ich kann es auch mit der Taste D für Datasheet hier an dieser Stelle tun und dann funktioniert das auch. Was haben wir hier noch für Einstellungen? Wir haben jetzt noch einige Einstellungen. Ich kann jetzt hier auch zum Beispiel, könnte ich jetzt noch ein Feld hinzufügen, zum Beispiel JLC-PCB und könnte jetzt zum Beispiel hier eine Partnummer, wenn ich die denn hätte, um in der Partdatenbank vom Bestückungshersteller da eine Partnummer einzugeben, zum Beispiel, die könnte ich mir dann hier noch eintragen. Oder eben weitere Informationen, die ich für nötig erachte, die ich für wichtig finde und die ich benötige. So, dann haben wir jetzt hier den Symbolnamen. Jetzt müssen wir hier eine
Bezeichnung eingeben. Das ist ein Funkmodul, FM-Mod, Frequenz, ja, verschrieben. So, VHF, UHF. Schauen wir lieber mal noch den Frequenzbereich dazu. Man sollte hier eine aussagekräftige Bezeichnung dazu geben, wenn man jetzt mal wieder Bauteile sucht, dass man auch sagt, aha, was war denn dieses DLA818? Ja, und was verbirgt sich dahinter? Ich sehe auch, ich habe mich hier vertippt. Ich habe hier eine 1 zu viel eingegeben. Die kann ich jetzt an dieser Stelle auch gleich mal wegmachen als Symbolname. Dann gebe ich hier Schlüsselworte ein. Da kann ich sagen Funkmodul, Komma getrennt DRA818V, Komma DRA818U, um danach zu suchen. Einfach um die Geschichte zu haben, dass ich das hier eventuell mit verschiedenen Suchbegriffen in der Suche, in der Bauteilsuche finde. Hier kann ich mich also da austoben, Komma getrennt. Und jetzt speichern wir das Ganze ab. Ich kann das jetzt hier noch als, es gibt noch eine alternative Darstellungsform, Spannungssymbol definieren, ist ja hier in dem Fall alles nicht gegeben. Und ich kann jetzt hier auch nochmal anwählen, von Boom ausschließen, von Platine ausschließen und so weiter. Das wollen wir natürlich in dem Fall alles nicht haben. Und wir sagen okay. Damit ist das jetzt hier abgelegt. Ich sehe gerade, ich muss hier nochmal die Sichtbarkeit ändern. Eigentlich sollte das jetzt hier nicht sichtbar sein. Ja, warum er das jetzt hier anzeigt, verstehe ich jetzt zwar nicht ganz, aber okay, wir setzen das jetzt mal hier nach oben außen hin. Das soll jetzt erstmal hier an dieser Stelle genügen. Wahrscheinlich bezieht sich die Sichtbarkeitseinstellung dann nur auf die Sichtbarkeit im Schaltplan, aber nicht hier im Editor. Damit wäre unser Symbol jetzt soweit fertig. Wir sehen auch, er hat es hier drüben schon, ich gehe mal auf Abbrechen, wir sehen, er hat es auch hier drüben geändert, meine Namensänderung, auch hier drin wurde das geändert. Das passt also alles. Wir lassen jetzt abschließend nochmal den Checker hier laufen, er sagt, das ist alles in Ordnung und wir speichern unser Element. Und damit wäre unser Symbol jetzt fertig und ich würde es auch im Bauteil-Editor finden. Das zeige ich euch jetzt gleich mal an dieser Stelle, bevor ich hier die Alias ableite, mache ich hier zu. Ich schließe auch nochmal hier meinen Datasheet-Ordner. So, und wenn ich jetzt hier reingehe auf mit der Taste A Bauteil suchen, dann kann ich jetzt mal hier eingeben Funkmodul. Also Funkmod reicht schon, wenn ich das eingebe. Dann sehen wir hier schon ein Funkmodul, das ist über diesen Schlüsselnamen gesucht. Ich gebe jetzt mal ein DRA. Dann finde ich natürlich jetzt alle DRAs, die ich hier schon mal angelegt hatte. Hier unten natürlich auch meins. Wir sehen hier hinten in der Beschreibung, ja, hier in meinen anderen zwei Bibliotheken, wo ich das schon mal angelegt habe, da war ich faul, habe ich keine Beschreibung dahinter gegeben. Aber hier sehen wir es, das ist also unser Modul. Und ich kann das jetzt hier auch unter 818 finden und wahrscheinlich auch unter V. Ja, auch da sehen wir jetzt, wenn ich das hier eingebe, V oder U durch die Schlüsselwörter, taucht das hier immer in der Bibliothek-Tutorial hier wieder auf. Das ist mein Element und jetzt wähle ich das einfach mal hier an. Wir sehen, der Cursor hängt jetzt in der Mitte. Wenn ihr den Ankerpunkt woanders hinsetzen wollt, dann entsprechend anpassen, wie ich das gerade gezeigt habe. Und jetzt kann ich das also hier ablegen. Durch die Einstellung automatisches Platzieren der Bauteilnamen, die ich hier in den Einstellungen vom Schaltplan vorgenommen habe, werden jetzt diese beiden die Namen hier von automatisch aus der Mitte hier nach oben rechts geschoben. Das könnte ich hier über die Einstellung ausschalten. Dann würden die an dieser Stelle bleiben, wo sie waren. Gut, soweit in Ordnung. Und ich kann jetzt hier auch Verbindungen zeichnen und kann also entsprechende Leitungen anschließen. Hat also geklappt. Ich lösche das hier wieder raus. Wir brauchen es ja hier nicht für diesen Schaltplan. Und dann gehe ich hier nochmal wieder raus. Jetzt
jetzt gehen wir nochmal in den Symboleditor hinein. Wir gehen nach unten in unsere Tutorial und wir sagen, wir wählen jetzt hier Tutorial an und sagen, wir möchten ein neues Bauteil erstellen. Jetzt nenne ich das DRA818U und ich möchte das von einem existierenden Bauteil ableiten, eben als Alias. Und da gehe ich jetzt hierher und jetzt kann ich hier dieses 818X wählen. Also hier tauchen in diesem Dropdown und zeigen dann entstehen alle Bauelemente, die hier in dieser jeweiligen Bibliothek drin liegen. Die Einstellungen werden natürlich übernommen, weil es ist ja ein Alias, der hier jetzt angelegt wird. Deswegen kann ich hier auch nichts mehr auswählen und ich sage nur noch OK. Und damit habe ich jetzt hier ein DRA818U angelegt. Ich speichere das nochmal und wenn ich jetzt hier das Ganze nochmal tue, ich wähle wieder meine Bibliothek aus, wo ich den Alias anlegen möchte, sage hier neues Bauteil, also anwählen, neues Bauteil wählen, ich nenne es jetzt DRA818V, wähle jetzt hier wieder das Originalbauteil, das X, es wird hier alles ausgegraut, die Einstellungen werden übernommen und damit habe ich nächsten Alias angelegt, eben hier dieses V für die VHF und einmal für die UHF-Version speichern und damit ist das alles übernommen. So schnell kann ich also Alias annehmen und zuweisen, um auch zum Beispiel eben schnell Symbole hier zu erstellen von weiteren Bauteilformen. Ja, das soll es dann an dieser Stelle gewesen sein. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal.